einmal, meine Freunde, dieses für die meisten Leute äußerst fragwürdige Angebot ist gestern im Shop aufgetaucht. Warum du dir zweimal überlegen solltest, ob du dir dieses Angebot kaufst und warum ich dieses Angebot äußerst kritisch sehe, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dir nach dem Video immer noch sagst, Mensch, den Skin, den will ich haben, dann kauf ihn dir doch gerne mit meinem Creator-Code Psy im Shop. Ja, Freunde, es war nur eine Frage der Zeit, aber irgendwann musste auch mal so ein Video kommen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe das Video jetzt relativ spontan aufgenommen. Ich habe es auch nicht wirklich geskriptet, aber ihr wisst, ich gebe immer meine ehrliche Meinung ab. Und auch wenn es manchmal ein bisschen kritisch ist, gehört das auch dazu. Man kann da nicht immer nur über die positiven Dinge sprechen. Deswegen heute mal das etwas kritischere Video. Schreibt mir gerne mal euren Senf dazu unten in die Kommentare. Aber lasst mich euch erstmal erklären, was ich meine. Es geht um dieses Hexenskin-Angebot. Das kam gestern in den Shop rein und die meisten von euch werden sich wohl sagen, hä? Okay, ist halt ein Skin-Angebot, wie die letzten 3-4 Wochen auch seit dem Update. Aber diesmal ist es etwas anders als bei den anderen Skins, denn diesen Skin, den gibt es schon. Ich und viele andere von euch konnten sich diesen Skin nämlich schon gratis abholen, weil wir nämlich schon vor dem Season Reset die Squad-Liga erreicht haben. Und das war die Belohnung dafür. Auch das ist erstmal nichts Verwerfliches, weil nie gesagt wurde, dass der Skin irgendwie exklusiv für die Ligaspieler ist. Ganz im Gegenteil, es wurde offen kommuniziert, dass der Skin nochmal kaufbar im Shop sein wird für die Leute, die nicht die Squad-Liga erreicht haben. Finde ich persönlich jetzt aber auch nicht so schlimm. Klar hätte ich mir auch gewünscht, dass ich so ein exklusives Ding bekomme, aber sind wir mal ehrlich, das Game ist am Anfang. Alles cool, es konnten noch die wenigsten Leute überhaupt die Squad-Liga erreichen im ersten Monat, deswegen, ey, alles fein, Leute. Aber dann logge ich mich halt heute ins Game ein und sehe das, Leute. Mir wird das Skin-Angebot hier auch nochmal vorgeschlagen, obwohl ich den Skin schon habe. Warum ist das verwerflich? Ganz einfach. Viele werden einfach gar nicht mehr wissen, dass sie diesen Skin haben, weil sie einfach bis in die Squad-Liga gespielt haben und gar nicht so doll im Thema drin sind und sich vielleicht fälschlicherweise das Angebot kaufen. Dass mir dieses Angebot hier vorgeschlagen wird, Leute, finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber dass die Tatsache existent ist, dass ich es mir halt wirklich nochmal kaufen kann, das finde ich zutiefst verwerflich, Leute, und das sollte so nicht sein. Wir machen es jetzt auch einfach mal zusammen. Ich waste jetzt mal die 6 Euro, nur um euch das mal zu zeigen. Und bevor wir das machen, linke Seite auf dem Angebot, hier sehen wir ja den Skin. Rechte Seite, neben dem Skin in der Mitte, sehen wir so ein Emote. Da dachte ich erst so, okay, cool, vielleicht kriege ich dann zumindest einen Emote, wenn ich das Angebot kaufe. Aber wartet ab. So, wir haben es uns jetzt gekauft. Skin freigeschaltet ist die Animation, die wir auch schon vor 2 Wochen hatten. Und was passiert? Gar nichts. Geld wurde abgezogen, wir gehen auf die Hexe und haben den Skin und hatten den Skin vorher auch. Und zum Thema Emote gibt's hier nicht. Es gibt kein Emote. Ich weiß gar nicht, was da angezeigt wird rechts neben dem Skin, aber das ist kein Emote. Das ist gar nichts. Und jetzt werden viele von euch sagen, ja, dann kaufst dir halt nicht, wenn du den Skin schon hast. Ja, bin ich ja bei euch, Leute. Mir geht's aber darum, dass sowas eigentlich trotzdem einfach nicht passieren darf, weil mir das irgendwie so ein bisschen das falsche Bild vermittelt, so als wäre man ein bisschen planlos in die Sommerpause gegangen. Und das Gefühl habe ich leider gerade bei Squadbusters. Ich denke mal, es ist kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass das Game momentan ziemlich auf dem Tief ist. Viele Leute haben aufgehört, sogar viele Topspieler, da bin ich ja auch ein bisschen in der Bubble drin, selbst die sagen, boah, ich habe momentan keine Lust mehr, ich warte erstmal ab, ob nochmal Updates kommen, also beziehungsweise werden Updates kommen oder ob die nächsten Updates gut sind. Momentan habe ich keine Lust zu spielen. Und gerade wenn die Leute merken, wenn die Supercell-Mitarbeiter beziehungsweise wenn Supercell selber merkt, dass das Spiel gerade so ein bisschen auf dem Downfall ist, und das war es auch schon vor 2 Wochen, das war es jetzt nochmal ein bisschen krasser durch den Season Reset, der nicht so ganz optimal geglückt ist, da muss ja eigentlich was passieren. Und dann einfach in die Sommerpause zu gehen und einfach Angebote auftauchen zu lassen, wo eigentlich keine Angebote sein müssten. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich finde, boah, das sind so Sachen, die sind nicht optimal gelöst. Und das vermittelt so ein bisschen das Bild, als hätte man bis zur Sommerpause nachgedacht. Nicht böse gemeint, aber bis zur Sommerpause sich einen Plan gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Sich bis zur Sommerpause einen Plan gemacht und danach einfach mal
Ja, wir gucken jetzt mal, was in dem Monat passiert. So, ist ja auch an sich schön und gut, aber dann hätte diesen Monat mal irgendwie nochmal was passieren müssen. Zumindest solche Sachen hätten Notfallfix gebraucht. Dass die Sommerpause ein hartes Loch wird, das war uns allen klar. Dass es auch für Squadbusters ein hartes Loch wird, das war uns auch allen klar. Dass da jetzt kein fettes Update kommt in der Sommerpause, Digga, das wusste ich, das wussten wir alle. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Sommerpause so hart wird. Und das Ding ist für mich jetzt einfach nur so ein kleiner Tropfen, der das Fass nochmal ein bisschen mehr zum Überlaufen gebracht hat. Angefangen hat es für mich eigentlich vor 2 Wochen mit dem Season Reset, der echt unglücklich gelaufen ist. Ich denke, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, dass man vor dem letzten Update bei Level 90 schon in der Squad Liga war und seit dem letzten Update erst bei Level 120 in der Squad Liga ist. Und alle Leute, die in der Liga waren, von Level 120 auf Level 90 resettet wurden, weil da dann die Eiswelt hinzugefügt wurde und sich dann nochmal komplett neu hochspielen muss. Und das ist natürlich nicht nur hart für die Free-to-Play-Spieler gewesen, sondern auch für die Pay-to-Win-Spieler. Und das hat sowohl den Free-to-Play-Spielern den Wind aus dem Segel genommen, denn die hatten keine Lust mehr und wir Pay-to-Win-Spieler hatten teilweise auch keine Lust mehr, weil für mich persönlich fängt Squadbusters gerade in der Liga an. Weil ich habe alles Max, also will ich Trophäen grinden. Und was ist? Ich musste, um Trophäen zu grinden, erstmal wieder in die Liga kommen. Dann gab es noch einen Bug, dass ich keine Möglichkeit hatte, irgendwie am Portal Energy zu kommen, weil ich keine Truhen-Tickets ziehen konnte. Also keine Truhen ziehen konnte nach der Runde. Das wurde dann erst nach 3 Tagen gefixt. Das heißt, ich hatte erst nach 3 Tagen die Möglichkeit, überhaupt wieder in die Liga zu kommen. Aber dann brauchte ich auch noch, keine Ahnung, 200 Games oder sowas, bis ich überhaupt wieder in der Liga war. Als ich es dann auch endlich mal geschafft habe, wieder in die Liga zu kommen, waren andere Spieler, die aber auch 4K Trophäen hatten, wie ich auch, weil man ja halbiert wurde, beziehungsweise alles über 8K wurde ja auf 4K resettet und haben schon irgendwie 3.000, 4.000 Trophäen gepusht, sodass für mich die Season quasi schon vorbei war, bevor sie überhaupt angefangen hat. Das sind einfach alles so Sachen, die ein bisschen unglücklich gelaufen sind und ich hoffe wirklich sehr, dass Supercell sich nach der Sommerpause nochmal fängt und dann wirklich monatlich Updates ballert und vor allen Dingen auch gute Updates ballert, dass sowas nicht nochmal passiert und dass die Spieler zurückkommen. Was ich eigentlich mit diesem Video vermitteln will, ist, passt ein bisschen auf, was ihr euch kauft, passt auf, ob ihr euch das Angebot holt mit dem Skin. 5,99 für den Skin ist ein normaler Preis, ist okay, finde ich. Aber wenn ihr den Skin schon habt, macht nicht den Fehler, kauft euch den nicht nochmal. Dann sind nämlich 5,99 weg, ohne dass ihr irgendwas bekommt und es gibt auch keine Warnung. Ansonsten lasst auf jeden Fall den Kopf nicht hängen. Die Sommerpause geht jetzt noch ungefähr einen Monat. Wir werden es schaffen. Es wird eine super, super, super harte Zeit. Nicht nur für euch, sondern auch für mich, Digga. Vorher hatte ich zu viel Content. Ich wusste gar nicht mit meiner Zeit, wie ich die ganzen Videos schaffen sollte. Und jetzt, Digga, bin ich froh, wenn ich irgendwie noch daily ein Video hinbekomme. Zweitkanal, Digga, da kommt jetzt noch 3-mal die Woche was, wenn ich Glück habe. Aber auch das werden wir alles schaffen. Bald kommt noch die Banditin. Dann gibt es noch eine andere Kleinigkeit, die schon geleakt wurde. Eventuell mache ich da auch noch mal ein Video drüber zum neuen Update. Da gibt es nämlich schon eine richtig spannende Sache. Da will ich noch mal ein extra Video zu machen. Momentan versuche ich ein bisschen mein Content zu strecken, bin ich auch ehrlich zu euch. Nicht so wie früher, einfach alles in einem Video zu packen. Dann lieber viele kleine Videos, sodass wir auch länger was davon haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Lage zu Squadbusters seht. Übertreibe ich es vielleicht ein bisschen oder sehe ich das genau richtig? Ich meine, ich würde den Teufel auch noch nicht an die Wand malen, aber ich finde schon, dass es momentan echt sehr, sehr ruhig in Squadbusters ist und dass das echt auf jeden Fall nach der Sommerpause geändert werden muss. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psa.